Nach monatelangem Versteckspiel kann Ballermann-Star Jasmin Herren es endlich öffentlich machen. Das hier ist mein Herzplatz. Also mein Name ist Philipp Bender, ich bin auf dem Dorf groß geworden, heile Welt, Sonnenschein und bin 23 Jahre jung. Hallo Philipp, am Set der neuen Join-Show Forsthaus Rampensau treffen wir das Paar. Zu dem Zeitpunkt muss die Liebe noch geheim gehalten werden. Doch wir merken sehr schnell, das neue Glück kann nicht voneinander lassen. Mach mir doch kein Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck. Vom Fleck hat nur den einen Zweck, der Knutschfleck bleibt und du bist weg. Könnte daran liegen, dass der 23-jährige Student und Musiker die erste Beziehung von Jasmin ist, seit dem Tod ihres Ex-Mannes Willi Herren im Jahr 2021. Der 21 Jahre jüngere Philipp schrieb ein paar Songs für sie. Zusammen veröffentlichten sie dieses Jahr den Ballermann-Schlager »Wir trinken wieder«. Du und ich, wir trinken wieder auf, das Leben auf die Lieder. Und man mag es kaum glauben, die Sangria-Stimmung wird schnell zu einem Candlelight-Dinner. Denn bei einem Auftritt von Philipp springt Jasmin spontan als Tontechnikerin ein. Ich wollte kein Geld dafür haben. Ende vom Lied war dann sozusagen, dass Philipp gesagt hat, ja pass auf, dann komme ich noch mit zu dir nach Hause eine Pizza essen. Ich will das auch wieder gut machen, dass er da die Zeit und den Sprit und das Geld investiert hat. Und dann war es ein schöner Abend. Ob an diesem Abend noch mehr geteilt wurde als Pizzastücke, wollten sie nicht verraten. Aber offenbar hat die gemeinsame Vorliebe für, ja, wir nennen es jetzt einfach Pizza, den Altersunterschied von 21 Jahren vergessen lassen. Für uns sind wir beide irgendwie so 30 bis 35 und ich finde, das sollte in der heutigen Zeit auch keine Rolle mehr spielen. Ja? Jeder soll das machen, was er will, jeder soll den lieben, wie er will und da wollen wir dann auch, das haben wir uns auch gesagt, das machen wir so. Ne? Das machen wir einfach so, war wohl auch die Reaktion der beiden gefühlten Mit-30er auf die Anfrage von Forsthaus Rampensau. In der neuen Join-Show, die Ende des Jahres kommt, zieht das Paar mit anderen Promis in ein Haus, mitten im Nirgendwo in Österreich. Ob da die ersten Konflikte auftreten? Eventuell, denn Pizza darf man in den Bergen wohl nicht erwarten.